wird sehr wehtun, Herr Doktor. Komm her, du. Der Schädel scheint mir gebrochen zu sein. Kann es sein, dass jemand mit dem Kopf gegen die Heizung geschlagen hat? Ja, ist gut möglich. Hier an den Handgelenken hat sie auch einige Hämatome. Hier drüben auch. Hm. Also da wurde sie offenbar gewaltsam festgehalten. Todeszeitpunkt? Ja, das war etwa 12 bis 14 Stunden passiert. Hm. Also gestern am Sonntag. Ich meine, sie arbeitet zwar als Zahnarzthelferin hier in der Praxis, aber die werden auch sonntags geschlossen haben, oder nicht? Ja, wenn man sich so anschaut, was sie so drunter trägt, war sie offenbar verabredet. Sechs auf dem Zahnarztstuhl. Wer steht denn auf sowas? Ihnen gehört also die Praxis? Mhm. Okay, und wann genau haben Sie Tote gefunden? So gegen 7. Ich habe die Polizei gleich informiert. Ich bin hier reingekommen, dann habe ich das ganze Chaos hier gesehen und dann bin ich in das Behandlungszimmer und da lag dann Cornelia. Wollen Sie sich kurz setzen oder was trinken? Glauben Sie, das war ein Einbrecher? Ich meine, auf den ersten Blick, da fehlt nichts von den Wertsachen. Naja, ausschließen können wir es natürlich nicht. So, also es gibt erstmal kein Anzeichen für einen Geschlechtsverkehr. Also auch kein Hinweis auf eine Vergewaltigung. Hm. Hast du was gefunden? Kondome, die lagen hier hinter dem Stuhl. XXL. Schränk den Täterkreis doch mal ein. Das Opfer wurde mit dem Kopf auf den Heizkörper geschlagen. Aber die Frau hatte auch Verletzungen auf dem Rücken. Wahrscheinlich wurde sie postmortem über den Boden geschleift und dann erst auf den Behandlungsstuhl gesetzt. Hat der Doc eigentlich noch Hinweise auf eine Vergewaltigung gefunden? Nee, der hat noch nicht mal Hinweise darauf gefunden, dass sie überhaupt Geschlechtsverkehr hatte. Ja, aber das Outfit, die Kondome, das deutet doch eigentlich alles auf einen einvernehmlichen, geplanten Geschlechtsverkehr hin, oder? Naja, aber vielleicht ist es dazu gar nicht mehr gekommen. Also laut KTU-Bericht gab es auf jeden Fall an der Praxistür Einbruchsspuren. Dann hat die Zahnarzthelferin vermutlich ihren Mörder nicht selbst reingelassen. Ging es nur ums Geld? Ja, also Geld wurde schon ein bisschen aus der Praxiskasse gestohlen und die Handtasche des Opfers ist auch weg, aber ich glaube nicht, dass es nur darum ging. Nee, das glaube ich wirklich nicht. Wenn wir nur wüssten, mit wem sie sich dort treffen wollte. Ich habe erfahren, dass die Frau alleinstehend war und kaum Freunde hatte. Die einzige männliche Person in ihrem näheren Umfeld war ihr Chef, der Zahnarzt. Und genau der hat kein Alibi. Er war allein zu Hause. Seine Frau ist im Urlaub auf Mallorca und kommt erst heute wieder. Als ich mit ihm gesprochen habe, da war er irgendwie, ja, nervös. Dass er nervös war, kann auch einen anderen Grund haben. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Vor 2 Jahren stand der Zahnarzt vor Gericht. Ihm wurde vorgeworfen, dass er eine Patientin unter Narkose missbraucht hat. Ist er verurteilt worden? Nein, es fehlten die Beweise. Ja. Ja, aber es gab doch Einbruchspuren. Der bricht doch nicht in seine eigene Praxis ein. Das glaube ich auch nicht. Ja, Leute, dann fahrt doch einfach mal in die Wohnung des Opfers. Vielleicht findet ihr irgendwelche Hinweise dort, mit wem sie eine Affäre hatte. Ne? Schicke Wohnung. Also wenn ich die mit meiner vergleiche, hätte ich auch Zahnarzthelfer werden sollen. Dich hätte doch nie jemand genommen. Da hast du recht. Vielleicht hat die Familie Geld. Nee, das habe ich schon gecheckt. Gut, dann suchen wir mal nach Hinweisen, wie sie sich das ganze Zeug leisten kann. Also einen Brieffreund hat sie nicht. Nur Rechnungen. Hier, den Laptop nehmen wir mal mit. Jetzt finden wir es bei den E-Mails.
Gerrit, schau mal hier. Das sind mindestens, ich würde schätzen, 50.000 Euro. Wir sollten noch mal mit dem Zahnarzt reden. Ja, denkst du, es geht jetzt nicht von ihm? Möglicherweise. Überleg doch mal, er hat eine gut gehende Praxis, eine Finca auf Mallorca. Vielleicht hat er gelegentlich was zugesteckt. 50.000 Euro? Ach, wir fragen ihn einfach. Und bei der Gelegenheit nehmen wir eine DNA-Probe von ihm. Vielleicht finden wir hier in der Wohnung ja Spuren von ihm. Alles klar bei dir? Ja. Was soll denn sein? Kann es sein, dass du Angst vor dem Zahnarzt hast? Er geht schon gerne zum Zahnarzt. Tut mir leid, dass ich vergessen habe, den Termin abzusagen, Herr Berger. Aber der zweite Weisheitszahn muss doch noch gezogen aber werden. Aber bitte verstehen Sie doch, ich kann Sie heute nicht behandeln. Ja. Ich habe Sie doch schon erklärt. Aber keine Sorge, wir holen das so bald wie möglich nach. Und wenn es wieder anfängt, weh zu tun, dann kühlen Sie die Stelle. Wiedersehen, Herr Berger. Hallo. Ja, guten Tag. Haben Sie denn schon was herausgefunden? Wir hatten da noch ein paar Fragen an Sie. In der Wohnung Ihrer Angestellten haben wir jede Menge Bargeld gefunden. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, woher das stammen könnte? Was weiß ich? Um die privaten Verhältnisse meiner Angestellten kümmere ich mich nicht. Könnte es denn sein, dass Sie das Geld geschenkt haben? Wozu sollte ich? Weil Sie mit ihr vielleicht eine Affäre hatten? Was? Das ist Blödsinn. Ich habe meine Frau noch nie betrogen. Und was ist mit der Patientin, die Sie angeblich unter Narkose missbraucht haben? Ja, wir wissen davon. Ja. Ich meine, es ist mir klar, dass Sie das wieder ausgraben. Ne? Ich habe damals fast meine Praxis verloren. Wollen Sie meinen Namen jetzt wieder in den Dreck ziehen? Erzählen Sie uns einfach, wie es war. Die Frau war verrückt. Die hat sich mir an den Hals geworfen. Und als ich ihr einen Korb gegeben habe, da ist sie durchgedreht. Also war die Anzeige eine Racheaktion, oder wie? Ja, ganz genau. Zu diesem Schluss ist das Gericht auch gekommen. Immerhin wurde ich freigesprochen. Waren Sie je in der Wohnung Ihrer Angestellten? Nein, ich sag's Ihnen doch. Privat hatte ich mit Cornelia nichts zu tun. Gut, dann haben Sie auch sicherlich nichts dagegen, wenn wir von Ihnen eine Speichelprobe für Vergleichszwecke nehmen. Ganz und gar nicht. Jederzeit. Das mit dem DNA-Abgleich wird noch ein bisschen dauern. Aber der Zahnarzt scheint ein reines Gewissen zu haben. Der war sofort bereit, uns eine Speichelprobe zu geben. Ich habe übrigens mittlerweile mit seiner Frau gesprochen. Die ist aus dem Urlaub zurück. Sie bezweifelt, dass die XXL-Kondome von ihrem Mann sind. Hat sie was zu den Anschuldigungen dieser Patientin gesagt? Ja, also sie meinte, da war nichts dran. Diese Frau hat ihren Mann wohl total terrorisiert, mit Liebesbriefen zugeschüttet. Ja, und sie glaubt auch nicht, dass ihr Mann was mit der Toten hatte. Na toll, dann stehen wir wieder ganz am Anfang. Wir haben keine Ahnung, mit wem das Opfer in der Nacht verabredet war. Ja. Da seid ihr ja endlich. Die Spurensicherung hat was sehr Interessantes auf dem Laptop des Opfers gefunden. Was denn? Naja, also die Frau hat sich und einen Typen in der Wohnung gemeinsam gefilmt. Der Typ hat sich wohl auch ganz gerne verkleidet. Mal als Bauarbeiter, mal als Polizist, mal als Pilot und sowas eben. Wie, und dann? Die stand auf Rollenspielchen. Scheint so. Auf jeden Fall sieht man, wie die beiden Sex miteinander haben. Auf diesem Video steckt sie ihm auch immer Geldscheine in den Slip. Möglicherweise ist er auch ein professioneller Stripper. Auch wie der sich bewegt, der Typ. Also besser, als wir drei das machen würden. Willst du mich schon mal tanzen sehen? Naja, möchte ich nicht unbedingt. Naja, mit Strippen kennst du dich aus. Das glaubst du, Liebelein. Also ich denke, es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass sie den Typen in dem Stripclub kennengelernt hat. Aber damit kennst du dich aus. Dann gib mir doch mal alle Adressen von diesen Clubs. Dann klapper ich die ab. Vielleicht kennt ja irgendjemand den Typen. Da, wo ich hingehe, es treffen nur Frauen, aber ich such's dir gerne raus. Sag mal. Okay, aber dafür haben wir den Typen vom Video gekriegt. Aber nicht schlecht. Prima. Ja, das wird schon wieder, Gerrit. Hast du bleibt ja da. Ist er ja. Hey, ist mit, es tut mir echt leid, ja? Tut's noch sehr weh? Mach er dich auch kumpelig, ja? Immerhin hast du meinen Kollegen angegriffen und bist abgehauen. Ach, sorry, aber das ist halt so ein Reflex bei mir, wenn ich euch Jungs sehe, ja? Da kann ich überhaupt nichts gegen machen. Ja, Reflex, okay. Ja, aber ich habe Conny wirklich nicht umgebracht, okay? Und in der Praxis, wo sie aufgefunden wurde, da war ich noch nie. In welchem Verhältnis standen Sie zu dem Opfer? In welchem Verhältnis? Ja, wir haben ab und zu mal gepoppt, aber das war's. Hat sie dafür bezahlt?
Ja klar, das ist nicht wenig. Ich meine, wie soll ich sagen, sie hatte einen ziemlich extravaganten Geschmack, wenn Sie verstehen. Verstehe. Waren Sie gestern, also vergangenen Sonntag, auch mit ihr zusammen? Nee, da war ich bei meinem Kumpel Franco. Das wird er Ihnen sicher bestätigen. Ja, da bin ich sicher. Ja, war's das oder kommt noch was? Kann ich gehen? Ja, da kommt noch was. Wir brauchen eine Speichelprobe von Ihnen. Wir wollen nämlich Ihre DNA mit der in der Praxis aufgefundenen abgleichen. Eine Speichelprobe? Ja, okay, kein Problem. Gut, eine andere Sache gibt's auch noch. Wissen Sie eigentlich, woher die Tote das Geld hatte? Ich meine, die teure Wohnung, die ständigen Besuche von irgendwelchen Strippern. Ich meine, das Geld muss irgendwo herkommen. Sie war Zahnarzthelferin. Ja, ja. Sie hat den Chef abgezockt. Ja? Für den hat sie den ganzen Abrechnungskram erledigt. Aber der hat natürlich überhaupt nichts gecheckt. Wissen Sie da irgendwas Genaueres? Nee, keine Ahnung. Aber vielleicht hat der Zahnarzt ja irgendwas rausgefunden. Und deswegen hat er sie umgebracht. Könnte doch sein.